Willkommen zur zweiten Episode im Modul F Content Production. Heute geht es um das Podcasting. Und was ist überhaupt Podcasting? Podcasting, darunter versteht man die Produktion und die Veröffentlichung von Audio und mittlerweile auch Videodateien, ähnlich eigentlich einem Weblog. Das Wort kommt aus der Kombination von den iPods, also den MP3-Playern von Apple, und dem Broadcasting, also dem Rundfunk, zusammen der Podcast. All das, was Sie früher vielleicht mit dem Schülerradio gemacht haben, das können Sie hier auch machen, in sehr einfacher Form. Podcasts sind dann die Produkte, die Sie dabei erstellen, und die können in einem komprimierten Format auch auf mobilen Endgeräten zumeist kostenlos konsumiert werden. Das heißt, Sie laden solche Podcasts dann auf Ihren Rechner. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Manchmal wird das auch kombiniert, dass man einen kurzen Blog-Eintrag hat und dann darauf hinweist, dass man dann einen längeren Podcast dazu hat. Und Inhalte können eigentlich genauso wie auf einem normalen Blog alles Mögliche sein. Gedanken, bestimmte Themen, Fundsachen aus dem World Wide Web und so weiter und so fort. Wenn wir uns das mal anschauen, hier auf meiner Website zum Beispiel habe ich hier einen kurzen Podcast gemacht mit den Interviews der Gewinner des Medida Prix, hier wir am Zentrum für Multimedia in der Lehre an der Universität Bremen haben einen Service für das E-Assessment und die haben den Medida Prix gewonnen 2009, das ist so der größte mediendidaktische Preis an der Hochschule, und da habe ich ein Interview geführt und das habe ich dann integriert in meinen Blogpost. Und wenn man hier heute der erste Podcast vom Didacta Lab, und da dachte ich mir, wen lade ich ein? Natürlich das siegreiche Team des E-Assessment-Dienst der Uni Bremen. Und ihr habt ja einen ganz großen Preis gewonnen. Vielleicht erzählt ihr doch mal ganz kurz, was letzte Woche passiert ist. Ja, und dann spricht dann der Jens Bücking und Kai Schwedes und Spyros Abatielos. Die erzählen dann davon. Und ja, das habe ich halt produziert mit denen und dann auf meinen Blog getan. Das wäre jetzt so ein einmaliger Podcast. Häufig gibt es Reihen davon. Ein Beispiel dafür hat zum Beispiel Helge Stether gemacht. Er hat hier den sogenannten Täter Rocker. Das ist ein Podcast. Und da gibt es dann mehrere Episoden. Episode 5 zum Beispiel, Plastik ist kein Metall. Ein Besuch am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung in Bremen. Der besucht hier immer Leute, die er kennenlernt an der Uni Bremen, und berichtet über die. Und auch hier wieder kommen wir drauf. Da gibt es ein bisschen Musik, das deutlich professioneller produziert. Da gibt es erst ein bisschen Musik und dann... Ja, also ich bin hier heute am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung. Hier geht's hoch her. Und ich habe jetzt hier gerade den Hermann Pleteit neben mir stehen, der mir ein bisschen was erzählen will, was ihr hier eigentlich macht. Ja, Hermann. Ja, und diese Dinge kann man aber jetzt nicht nur auf einer Website sehen, sondern die kann man auch als Podcast abonnieren. Das kann man über ein Programm wie zum Beispiel iTunes machen. Hier bin ich schon mal auf die Seite gesprungen. Da kann man jetzt alle Podcasts von Helge sich zum Beispiel anschauen und man kann das auch abonnieren. Abonnieren bedeutet, man bezahlt nichts dafür, sondern die werden automatisch auf den eigenen Rechner runtergeladen und werden dann, wenn man das nächste Mal seinen iPod dran schließt, dann auf den MP3-Player drauf geladen. Mittlerweile kann man das bei vernetzten Geräten auch teilweise direkt am mobilen Gerät machen. Die ziehen sich dann ihre eigenen Inhalte und tun die dann auf den iPod oder das iPhone, und das kann man dann sehr schön hören, wenn man dann zum Beispiel mit der Straßenbahn fährt. Hier sieht man schon, es gibt einen eigenen Eintrag für Podcasts. Und da gibt es sehr, sehr viele Dienste, die sind sowohl mit Audio und auch Video. Gibt es verschiedene, dann auch verschiedene Bereiche. Zum Beispiel hier vielleicht bei Technologie kann man sich Dinge anschauen. Und interessant bei iTunes ist, dass es dort nicht nur diese Podcasts gibt, sondern
Es gibt auch einen eigenen Bereich, der heißt iTunes University. Wenn wir mal da drauf gehen. Kommen wir jetzt auf ein Angebot von sehr vielen US-amerikanischen Universitäten, aber mittlerweile auch der Open University und einigen anderen, auch teilweise deutschen Universitäten. War nicht so ganz viel. Wir können mal das Ganze mal hier anschauen, wer da alles so online ist. Und wie man hier sieht, ist zum Beispiel Aachen online, die RWTH. Und da schauen wir uns mal an, was die uns anbietet. Und die bieten tatsächlich auch einiges an Videos, 193 zum Beispiel. Und da sieht man dann, kann man sich zum Beispiel iPhone Application anschauen. Da geht man mal auf die Seite und sieht dann, aha, ich habe hier 12 Podcasts. Und hier dieses Zeichen zeigt uns, dass wir sogar hier noch ein Video sehen. Und wenn wir jetzt mal dort auf einen drauf gehen, dann wird der, können wir den entweder runterladen direkt oder man kann ihn live sich anschauen oder man kann ihn auch auf seinen iPod drauf tun und sich das dann später anschauen. Hier sehen wir einen kleinen Trailer. The following content has been provided by RWTH Aachen University. So, und da haben wir jetzt hier einen Mitschnitt. Ein bisschen weiter. Und das ist dann tatsächlich eigentlich ein Mitschnitt von Slides und man hört halt die Person. Wir haben sowas an der Uni Bremen auch, ohne dass es jetzt tatsächlich auf iTunes ist, die Mobile Lectures. Und auch dort finden Sie ganz viele ganz viele Aufzeichnungen der Professoren und Professorinnen und Mitarbeiter. Da können Sie auf alle Fälle mal durchstöbern. Interessant ist im Kontext von dem iTunes University wirklich die Breite der Angebote und man kann sich wirklich hier sehr gut, wenn man eine Einführung haben will, zum Beispiel zur linearen Algebra, dann kriegt man da viel, viel Angebote, unter anderem zum Beispiel hier vom MIT. Und da gehen wir uns mal auf den Kurs. Kursinformationen dazu. Und Gilbert Strang ist wirklich ein toller ein toller Podcast in irgendeiner Weise. Also er wird aufgenommen und macht da seine ganz normale Vorlesung, weil die Vorlesung ist sehr interessant. Und so findet man ganz, ganz viele kleine Goldsteinchen in diesem Angebot von iTunes University. Und MIT zum Beispiel hat komplett alle ihre Veranstaltungen online in irgendeiner Weise. Dafür haben sie auch sehr viel Geld gekriegt. Aber trotzdem, hier auf MIT OpenCourseWare kann man sich das auch nochmal im Web anschauen. Es gibt verschiedene Suchdienste, mit denen man sowas außer iTunes University noch durchsuchen kann. Es gibt zum Beispiel den Dienst 1Stein und die sammeln auch ganz, ganz viele Vorträge und andere Beiträge von den Unis. Und natürlich gibt es auch andere Websites, zum Beispiel Howcast, da geht es dann mehr um How-To-Videos, da lernt man dann einfach so etwas kleinere Sachen, die sind meistens auch so ein bisschen lustig, also insofern gibt es, Sie finden ganz viele solche How-To-Video-Webseiten, die so ein Dienst wie Einstein ist sicherlich, oder MIT OpenCourseWare oder halt das gezeigte iTunes University ist da sicherlich geeigneter für Sie, Dinge zu finden für Ihr Studium.